Spanien. Hier gibt es Sonne, Meer, Flamenco und gutes Essen. Besonders beliebt ist Paella, Spaniens Nationalgericht. Es gibt sie mal mit Schnecken, mal mit Fleisch oder auch mit Meeresfrüchten. Felicitas Teen ist die Foodtruckerin und immer auf der Suche nach den besten Lebensmitteln. Ihr Weg führt sie direkt an die spanische Mittelmeerküste. In Valencia pflügt sie mit dem Pferd und sammelt Schnecken zum Kochen. Von Toni erfährt sie, dass eine Paella auch sprechen kann. Dieser Tag war genauso, wie ich mir die Foodtruckerin vorstelle. In Roquetas de Mar lernt Felicitas, wie aus frischen Kalamaren die Tinte für die berühmte schwarze Paella gewonnen wird. Nicht ungefährlich. Wenn ich das jetzt so essen würde, sterbe ich dann? In den Bergen oberhalb von Malaga erntet Felicitas mit dem Spanier Juanito Orangen direkt vom Baum und lernt, wie sie aus einem Zitronen einen Orangenbaum macht. Mit Juanitos Frau kocht sie über dem offenen Feuer eine ganz besondere Paella. Für die Fidua werden anstatt Reis kleine Nudeln verwendet. Ich kannte Paella vorher irgendwie als trockenes Gericht, nicht immer besonders lecker. Und es war so toll zu erfahren, wie gut Paella wirklich schmecken kann. Natürlich tut die Sonne hier ihr Übriges. Die Foodtruckerin. Es gibt Paella. Valencia ist Felicitas erstes Ziel. Denn nur hier gibt es die berühmte Paella Valenciana aus Reis, Gemüse, Huhn, Kaninchen und Schnecken. Toni Montoliu lebt auf einem alten, typisch valencianischen Anwesen. In seine Paella kommen nur Bioprodukte aus eigener Herstellung. Also die Paella aus Valencia ist ohne Fisch? Nur mit Huhn und Kaninchen. Wie genau diese Spezialität zubereitet wird, möchte Foodtruckerin Felicitas aus erster Hand erfahren. Also ab zu Toni. Doch vor dem Paella-Kochen geht es erst einmal aufs Feld. Da hinten rauf? Hier? Sí. Aquí? Sí. Nee, ich komm mit. Hier sí. Rauf? Sí. Hier? No, no, sentate ahí. Setz dich dahin. Da. Hinein. Was ist das denn erleben da? Wirklich? Wirklich? Für den weiten Weg nehmen die beiden das Fahrrad. Das geht schnell und macht auch noch Spaß. Als erstes steht Unkrautpflügen auf dem Programm. Und zwar nach alter Art und Weise mit dem Pferd. Was machen wir denn jetzt überhaupt? Weiß das jemand? Oder? Warte mal kurz, Maximo. Nein. Du? Du? Du dahin. Quatsch. Brrr. Ruhig. Warte ein Momentchen. Los. Ist Pelicolo? No. Nein. No, es peligroso? Nein, du hast es doch eben gesehen. Que ya la viste. Es ist like. Caballo no. No, no. Sí, sí. Tut wohl nicht. So, jetzt halte ich hier fest. Hier. Den Schwanz? Hier. Der aquí, der aquí. Ah, ah. Das ist witzig, was ich hier gemacht habe. Okay, essen? Um das Unkraut zu vernichten. Was wir hier machen, ist das Unkraut zu vernichten, anstatt Pestizide zu benutzen. Wir nehmen hier keine Gifte. Damit töten wir das Unkraut. Dieses hier, das töten wir. Damit, verstanden? Okay. Nimm und halt dich gut fest. Weiter geht's. Man muss immer mehrmals rüberfahren, damit das ganze Unkraut auch weg ist. Das Unkraut ist das hier. Siehst du? Das ist das Unkraut. Und das sind Erdnüsse. Kakaote. Erdnüsse, Kürbisse, Bohnen und Mais. Das sind original dieselben Erdnusssamen, die Christopher Columbus aus Amerika mitbrachte. Diese Kürbisse da, schau mal da. Da oben auf dem Dach, die ganzen Kürbisse. Siehst du oben? Siehst du die? Das sind Kürbisse vom letzten Jahr. Die Samen reproduzieren wir Jahr für Jahr. Am Nachbarfeld lagert Toni alten Bambus. Dort fühlen sich die Schnecken so richtig wohl. Sie sind eine wichtige Zutat für die original valencianische Paella. Jetzt sammeln wir noch die Schnecken. Komm, hier lang. Ich habe als Kind auch immer Weinbergschnecken gesammelt. Aber die sind immer abgehauen. Ich habe die in so kleine Schüsseln getan. Und am nächsten Tag waren die immer weg. Mal sehen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man Schnecken einfach so hier sammeln und essen kann. Ah, hier, hier sind sie. Schau hier. Schau. Früher waren Schnecken ein arme Leute-Essen. Heute werden sie als Delikatesse geschätzt. Aber Vorsicht, Landschnecken können wegen ihres Schleimes und ihres eher zähen Fleisches nicht so einfach gegessen werden. Vor der Zubereitung müssen unbedingt die Därme der Tiere gereinigt werden. Was macht man dann mit den Schnecken? Esto se deja ahora. Die lässt man 15 Tage in einer Schachtel. Esto ahora se deja 15 días. 15 Tage mit Romanasalat. Damit sie sich von innen komplett säubern und ganz rein werden. Para que limpie todo lo que tiene dentro y se quede puro. Wie würden die jetzt schmecken? Sí, pero a mí me gusta más cuando esté allá. Ja, also ich mag sie lieber, wenn sie ganz von innen gereinigt sind und kein Dreck mehr dran ist. Danach werden sie 7 bis 8 Mal gewaschen mit Wasser. Dann lässt man sie über Nacht im Wasser und am nächsten Morgen gucken die Köpfe alle aus ihren Häusern raus. Das ist dann der Moment, wenn man sie gebrauchen und zubereiten kann. Neben Schnecken braucht Toni noch jede Menge frisches Gemüse für seine Paella. Und das baut er alles selbst an. Das sind Tomaten, Pfeffer, Zucchinis. Da. Da, nimm dir eine. Obwohl die Stadt Valencia direkt am Meer liegt, ist die valencianische Küche eher ländlich bodenständig. Neben Fleisch und Fisch werden alle möglichen Gemüse miteinander vermischt. Toni bearbeitet seine Felder traditionell, wie vor 100 Jahren. Auf künstlichen Dünger verzichtet er komplett. Jetzt müssen wir uns beeilen. Komm. Vamos a Paella? Sí, sí. Ja, wir gehen dahin. Ja. ¿Qué te parece? Na, was sagst du? Ah. Una carga, ¿no? Gute Ausbeute, oder? Schwer. Jetzt gehen wir rein. Felicitas ist begeistert. So frisch vom Feld bekommt sie selten ihr Gemüse. Also, wir bereiten jetzt alles für eine typische valencianische Paella vor, korrekt? Pass auf, das ist die Pfanne für die Paella. Die ist für 60 Personen. In Tonis Paella kommen Hühnchen, Kaninchen und Ente. Dazu verschiedene Bohnen, Schnecken und natürlich original Paella-Reis aus Valencia. Ganz wichtig ist noch Safran, der später der Paella ihre typische Farbe gibt. Der Spanier erklärt Felicitas nun die traditionelle Zubereitung der Paella. Zuerst kommen Olivenöl und Salz in die große Paella-Pfanne. Dann können die Fleischstücke knusprig angebraten werden. Ah, okay. Pass auf, ich zeige es dir. Lässt du mich mal? Schau, diese Hand hier hin und diese hier, damit man das so machen kann. Hier, nimm. Das ist die spezielle Paella-Rührtechnik. Ich habe das Gefühl, dass dieses Thema Paella Valenciana ein sehr ernstes ist, mit strengen Regeln. Aber dass da keine Zwiebeln und kein Knoblauch reinkommt, das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie das schmecken soll. Während das Fleisch langsam braun wird, bereiten Felicitas und Toni das Gemüse vor. Traditionell wird die Paella über dem offenen Feuer zubereitet. Die Hitze ist dabei nur schwer zu kontrollieren. Deshalb muss das Fleisch ständig in Bewegung gehalten werden, damit es nicht anbrennt. Ja. Jetzt machen wir die grünen Bohnen rein. Ich würde am liebsten jetzt schon alles einfach so aufessen. So. Und das alles an den Rand. Oh, das ist schön. Mit Toni als Lehrmeister wird Felicitas immer mutiger. Sie darf die Paella nun alleine weiterkochen. Schnell noch eine weitere Zutat in die große Pfanne gekippt. Doch ob das so richtig ist? Felicitas schlittert so direkt in eine große Katastrophe. Mach es einfach hier rein. Warte, warte. Wenig, wenig.
Du hast schon alles reingemacht? Nein, warte, warte, wenig. Nein, nein, oh Gott, raus, raus, raus. Bring mir Wasser. Sie ist zerstört. Da macht man nur ganz wenig rein. Doch, doch, nur ganz wenig. Einen Teelöffel. Sie hat's vermasselt. Jetzt die Bohnen, mach rein. Tira. Hier rein oder lieber nicht? Ja, nicht, dass wir Ärger kriegen. Felicitas darf nun die weißen Bohnen in die Pfanne geben. Und danach eine ganz besondere Spezialität, die frischen Schnecken. Diese hat Toni vor einigen Tagen am Rand seiner Felder gesammelt, mit Salat gefüttert und so deren Därme gereinigt. Wichtig ist, dass die Schnecken in ihrem eigenen Gehäuse in dem heißen Wasser der Paella lange gekocht werden. So wird ihr zähes Fleisch schön zart. Jetzt zeigt Toni Felicitas einen ganz besonderen Trick. Er röstet im Olivenholzfeuer den Safran. Safran zählt zu den teuersten Gewürzen der Welt. 1 Gramm kostet bis zu 30 Euro. Das Rösten ist deshalb Chefsache. Den Safran röstet man, das habe ich noch nie gesehen. Das halten wir jetzt hier ins Feuer. Vale. Aha. Okay. Weil wenn er warm wird, trocknet er. Und dann können wir ihn mit einem Löffel zerkleinern. Damit man später nicht diese Fäden im Reis hat, in der Paella. Man muss ihn so klein wie möglich machen. Lange darf der Safran nicht im Feuer bleiben. Schon nach kurzer Zeit verändert das Gewürz sein Aroma. Krass. Wow, das riecht wirklich viel intensiver jetzt. Aber ich wusste nicht, dass man Safran röstet. Nie gehört vorher. Nach dem Rösten mörsert Toni die Safranstängel vorsichtig mit einem Löffel und dann ab damit in die Paella. Um sein Aroma zu bewahren, darf der Safran nicht zu lange gekocht werden. Zusätzlich gibt er der Paella ihre typische Färbung. Wow, wie das bisschen schon die Farbe verändert. Toni und Felicitas haben das Fleisch 10 Minuten angebraten, bis es fast gar ist. Jetzt lassen die beiden alles über dem Olivenholzfeuer 10 Minuten schmoren. Der Rauch gibt auch sein ganz eigenes Aroma dazu. Danach ist es Zeit für den Reis. Toni verwendet dafür speziellen Paella-Reis. Felicitas vermischt ihn mit den anderen Zutaten. Ab jetzt darf die Paella nicht mehr umgerührt, sondern nur noch leicht geschwenkt werden. Das ist ja wirklich das Besondere bei der Paella, dass man eben nicht rührt wie beim Risotto, sondern das einfach vor sich hin köcheln lässt, bis er dann die ganze Flüssigkeit aufgesogen hat. Gibt es so eine Faustregel, wie viel Liter Flüssigkeit auf 1 Kilo Reis? 3 Liter Wasser. Also wir nehmen mehr oder weniger 3 Liter Wasser pro Kilo Reis. Am Ende muss der Reis das Wasser komplett aufgesogen haben. Jetzt wird es skurril. Toni spricht zu seiner Paella und die antwortet in ihrer ganz eigenen Sprache. Hör mal, jetzt singt sie. Und jetzt wirst du sehen, wie die Paella schimpft. Sie jammert. Warum? Weil sie nicht will, dass wir sie essen. Ständig verändert die Paella ihren Sound. Auch Felicitas wird nun zur Paella-Flüsterin. Hast du gesehen, wie sich der Rhythmus des Gesanges verändert hat? Man merkt nun, dass sie jetzt langsam aufhört zu singen. Ja, sie hört dann auf zu singen. Noch singt sie. Hörst du? Jetzt brät sie noch mal so richtig. Also dieses Kochgeräusch ist jetzt zu so einem knusprigen Braten geworden. Dadurch kommt dann auch diese Kruste zustande. Mit einem Metalllöffel geht Toni der Paella auf den Grund. Auch hier ist der Ton sehr wichtig, wenn der Löffel auf den Boden der Pfanne stößt. Hier ist jetzt so eine leichte Kruste schon. Da ist auch nicht schon fertig. Ja. Hörst du? Hörst du sie? Und hier aber noch nicht. Oder? Oh, geht dann bien. Hier jetzt auch. Finito. Yay! Muy bien. Meine erste Paella. Hola.
Die traditionelle Paella Valenciana ist fertig. Aus Kaninchen, Huhn, Ente, Schnecken sowie Reis und einigen Gewürzen haben Toni und Felicitas die Spezialität dieser Region gezaubert. Okay, Conejo y Caracoles. Vale, Conejo. Vale, fangen wir an. Vale? Yo voy a... Wie schmeckt sie? Delicios. Muy rico. Riquísimo, ha? Felicitas ist begeistert. Besonders die Schnecken sind ein Leckerbissen. Die Schnecken sind total weich. Manchmal hat man ja so französische Weinbergschnecken tiefgefroren. Das ist was ganz was anderes. Die schmecken wirklich super soft. Null muffig, gar nicht erdig. Wow, bestimmt, weil er sie so lange quasi ruhen oder aushungern lässt oder was auch immer. Riquísimo. Ja. Nimm mal die grünen Bohnen. Wie sind die? Julia verde. ¿Qué tal? Und unten? Mira, con su carraet. Unten ist es so richtig schön. Bisschen angeröstet. Da steckt der Geschmack der Paella drin. Achtung, du verbrennst dich noch. Que te vas a quemar. Dieser Tag war genauso, wie ich mir die Foodtruckerin vorstelle. Ich war auf dem Feld, ich habe wie früher gepflügt, ich habe Schnecken gesammelt und mit denen gekocht, ich habe geerntet und die Sachen zubereitet. Ich habe von dem Meister gelernt, wie man Paella macht. Bueno, muchas gracias. Vamos. Bueno. Buena la paella. Super Paella. Buena la paella. Correcto. So sagt man das. Die Paella-Reise geht für Foodtruckerin Felicitas Teen weiter. Immer an der spanischen Küste entlang fährt sie nun nach Roquetas de Mar. Hier liefern die Fischer jeden Tag ihren frischen Fang an die umliegenden Restaurants und Märkte. Für den Arroz Negro, die schwarze Paella, wird die Tinte von Kalamaren verwendet. Die Zubereitung dieser Spezialität möchte Felicitas erlernen. Direkt am Strand liegt das Restaurant El Ancla, das für seinen Arroz Negro bekannt ist. Küchenchef Mario wartet schon. Hola. Hola. Hallo. Encantada. Sehr erfreut, ich bin Mario. Felicitas. Muy bien, Felicitas. Alles klar, Felicitas. Was kochen wir heute? Weißt du das? Sí, Calamar, ¿no? Arroz Negro. Schwarzer Reis. Necesitamos Calamar. Wir brauchen Calamar. Jibia. Sepia. Verduras, Gemüse, Zwiebeln, rojo, rote Paprika, Knoblauch und Fischfond. Caldo de pescado. Okay. Los geht's. Gemeinsam nehmen die beiden den frischen Kalamar aus. Als erstes entfernen sie das harte, durchsichtige Rückgrat, die sogenannte Chitinplatte. Jetzt geht es dem Kalamar an die Tinte. Dazu ziehen sie den Schleimbeutel aus dem Körper des Kalamars. So gelangen sie an den kleinen Tintenbeutel. Dieser wird dann von dem Schleimbeutel getrennt. Dabei müssen die beiden ganz vorsichtig sein, denn die empfindlichen Tintenbeutel können schnell aufreißen. Hiervon nehmen wir nur die Tinte. Und für die Paella nehmen wir Sepia. Wow. Das ist eine große Sepia. Die ist schon sauber. Wir haben die Haut vorher schon abgemacht. Nein. Die Tinte vom Kalamar ist besser. Der hat keine Tinte mehr. Lass uns jetzt die Tinte machen. Zuerst muss man Knoblauch und Zwiebeln schneiden. Okay. Zuerst hacken Felicitas und Mario eine frische Zwiebel und den Knoblauch. Ist das ein Paella Clásico? Sí. Sí. Ja. Por qué? Que es Clásico. Weil man die schon seit vielen Jahren in Spanien macht. Toda la costa. Eben an der ganzen Küste von Andalusien und auch in der Region Valencia. Der nächste Schritt. In Olivenöl werden Zwiebel und Knoblauch nun angeschmort. Danach schneiden die beiden Sepia in feine Stücke. So wie die normale Paella ist auch die schwarze Paella ursprünglich ein Arme-Leute-Essen gewesen. Erst später wurde sie in den guten Restaurants als Spezialität serviert.
Das Sepiafleisch ist deutlich zarter als das des Kalamars. Es ist sogar so zart, dass es roh für Sushi verwendet werden kann. Und warum nennt man Kalamar und nicht Pulpo? Der Kalamar gibt dem einfach einen ganz anderen Geschmack als ein Pulpo oder eine Sepia. Wir nehmen für die schwarze Paella immer Sepia, weil daraus ein sehr guter Geschmack entsteht. Sehr lecker. Wir machen auch Paella mit Pulpo, aber die schwarze Paella wird immer mit Sepia gemacht. Okay. Schau, das ist der Mund. Den müssen wir rausnehmen. Das sind seine Zähne. Damit beißt er. Jetzt machen wir die Tinte. Da, bei der Zwiebel. Also die Tinte kommt jetzt schon zu den Zwiebeln? Ja, die Zwiebeln sind jetzt schon gut gekocht. Dazu geben wir die Tinte. Wow. Warum? Weil man die Tinte kochen muss. Die darf man nicht roh essen. Die ist giftig. Und wenn ich das jetzt so essen würde, sterbe ich dann? No. No. Jetzt gibt Mario noch einen guten Schuss spanischen Weißwein dazu. Dann lass uns jetzt die Tinte pürieren, damit sie später zum Reis kann. Es entsteht ein sehr schmackhafter Sud. Diesen püriert Mario nun im Mixer. Die Basis für die schwarze Paella ist schon mal fertig. Und hier haben wir unsere Tinte. Die lassen wir hier für später. Zeit für das Anbraten des Sepiafleischs. Dann machen wir jetzt das Olivenöl in die Pfanne, ein bisschen Salz. Das Öl ist heiß. Jetzt darf Felicitas vorsichtig das Sepiafleisch in die Pfanne geben. Während dieses langsam anbrät, bereiten die beiden die restlichen Zutaten vor. Sie schneiden eine weitere Zwiebel und eine frische Paprika in grobe Würfel. Zwischendurch rührt Mario regelmäßig in der Pfanne, denn das zarte Fleisch darf nicht anbrennen. Und jetzt die Zwiebeln. Alle. Ja. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt lerne, quasi mal das Original. Rezept für schwarze Paella umsetzt. Mit der Tüte richtig original aus dem Kalamar geholt und nicht aus der Tüte, wie man das in Deutschland machen würde. Dann kommt frisches Tomatenpüree in die Pfanne und wird unter ständigem Rühren erhitzt. Richtig schön nach Meer und Zwiebeln. Okay. Riecht gut, oder? Muy bien. Ich bin gespannt, was es nachher für eine Farbe wird. Das Rot zusammen mit dem Schwarz. Ich kann mir noch keine richtig schöne Farbe vorstellen. Aber hey, wir werden sehen. Das lassen wir jetzt 10 Minuten kochen. Okay. So, dann kommt jetzt der Reis dazu und danach die Tinte. Was für ein Reis? Das ist ein spezieller Reis aus Valencia. Das ist eine sehr gute Reissorte, die nicht verkocht. Die bleibt immer bissfest. Paella. Ja, Paella-Reis. Nach wenigen Minuten ist es dann Zeit für das Wichtigste des Arroz Negro. Jetzt gieße ich die Tinte rein. Nachdem Felicitas die schwarze Kalamartinte unter den Reis gerührt hat, gießt Mario vorsichtig Fischfond dazu. Jetzt kommt der Fond. Jetzt alles langsam miteinander verrühren. Danach bei großer Hitze aufkochen und einige Minuten köcheln lassen. Los, nimm dir die Muscheln. Nimm dir ein paar. Ja, so. Ja, Almejas. Sehr gut, das reicht. Und Knoblauch-Petersilienöl. Und Petersilienöl mit Knoblauch. Die decken wir jetzt ab, damit die Muscheln garen. Muss man es abdecken, damit die Muscheln garen, ja? Okay. Und jetzt warten wir 5 Minuten. Okay.
Die Paella köchelt nun noch einige Minuten vor sich hin. Sieht ja schon abgefahren aus, ne? Die nehmen wir jetzt rüber. Der letzte Handgriff. Optisch macht die Paella dank der schwarzen Tinte viel her. Bei uns gibt es die Tinte beim Feinkosthändler. Felicitas ist neugierig, ob sie die Tinte nicht nur sehen, sondern auch schmecken kann. Nach altem Brauch isst sie gemeinsam mit Mario den Arroz Negro direkt aus der Pfanne. Gut. Almejas? Almejas. Schmeckt richtig schön nach Meer. Und ich mag, dass sie so schön saftig ist. Also man kann das hier sehen, überhaupt nicht trocken oder so. Die Tinte schmeckt man nicht. Sieht abgefahren aus, schwarz. Aber schmeckt jetzt irgendwie nicht so muffig, wie sie aussieht. Schmeckt richtig, richtig lecker. Und ich dachte, ich zeige jetzt, was ich aus Paella noch machen kann. Und zwar werde ich so kleine Pralinen machen, sowas wie Arancini, nur in Spanisch. Am schönsten ist das für Felicitas direkt am Strand unter der spanischen Sonne. Bei meinem letzten Italienurlaub habe ich mich total in Arancinis verliebt. Und deswegen mache ich jetzt quasi die spanische Version daraus, aus schwarzer Paella. Wir brauchen Manchego. Der Reis ist noch schön heiß. Windig. Deswegen kommt er dazu. Auf den geriebenen Käse gibt Felicitas den Reis. Darauf reibt sie dann erneut eine dicke Manchego-Lage. Dann natürlich ein bisschen Zitronenabrieb dazu, das kann nie schaden. In Italien würde man wahrscheinlich des Landes verwiesen werden, wenn man etwas mit Seafood und Käse kombiniert. Aber in Spanien darf man das. Jetzt gut miteinander verrühren, salzen und ein Ei dazugeben. Die Zutaten vermengt sie nun wieder vorsichtig. Und dann gibt es noch eine kleine Füllung. Und zwar kleine Würfel aus Manchego, die dann hoffentlich in der Mitte so richtig schön zerschmilzen. Aber bevor Felicitas aus der Reismasse die Bällchen formt, macht sie noch schnell eine Aioli. Quasi eine spanische Mayonnaise. Allerdings mit einem entscheidenden Unterschied. Knoblauch und davon jede Menge. Jetzt auch besonders für die Aioli. Sie wird mit Milch gemacht, deswegen ist sie so schneeweiß und nicht wie normale Mayonnaise gelb. Die Milch und etwas Salz zum Knoblauch geben. Und das Ganze werde ich jetzt schon mal ein bisschen pürieren. Und zwar mit dem Mega-Pürierstab. Aus Marios Profiküche. Alternativ könnte man damit auch ein Motorboot betreiben oder eben Aioli machen. Geht beides. Wie geht das? Oh, geht nicht. Na, bin ein bisschen froh, dass es nicht funktioniert, ehrlich gesagt. Ich brauch mehr Strom. Kannst du das runterlegen? Keine Power für meinen Akku. Baby, leih mir deinen Lader. Ich brauch mehr Strom. Fertig. Muss man vielleicht noch reinstecken in die Steckdose, dann kann es klappen. Und jetzt lasse ich langsam das Öl dazu laufen. Und zwar, ich mische Olivenöl und normales Öl, weil ich finde, wenn man nur Olivenöl nimmt, schmeckt das wie Wandfarbe. Das würde der Spanier vielleicht anders sehen, aber ich mische gerne meine Ölsorten. Okay. Gemeinsam mit dem Olivenöl verbinden sich die wenigen Zutaten schnell zu einer cremigen Masse. Für die Würze gibt Felicitas nun ein wenig Essig dazu und mengt diesen vorsichtig unter die Creme. Aioli wird in Spanien gerne als Dip zu Brot und Oliven serviert oder eben zu Felicitas leckeren Bällchen aus schwarzer Paella. Nun nehme ich so ein Käsestück, was von der Paella.
Käse rein. Später will Felicitas die Bälle in heißem Öl frittieren, sodass dabei der Käsewürfel im Inneren zerläuft. Und dann forme ich kleine köstliche Bälle. Das wird ein Genuss. Felicitas ist schon auf die Meinung von Küchenchef Mario gespannt. Was wird er wohl zu Felicitas Zweckentfremdung seines Arroz Negro sagen? Das wird mega lecker. Diese knusprigen Bällchen mit der Käsefüllung und dann die Alioli dazu. Zuerst wälzt Felicitas die Bälle klassisch in Mehl, damit das Ei hält. Dann im verrührten Ei wenden und anschließend ab damit ins Paniermehl. Wer jetzt denkt, die sind aber ganz schön groß, die Bälle. Oh ja, so groß sind Arancinis aber, und das ist das Gute drin. Felicitas verwendet Panko-Mehl. Das ist ein gröberes asiatisches Paniermehl. Dadurch werden die Paella-Bälle beim Frittieren noch viel knuspriger. Auf zur Frittierse. Wir müssen es einfach nur so lange frittieren, bis sie schön knusprig braun sind. Und dann muss ich sie abtropfen lassen. Tienes una servieta? Wenn das Serviette heißt. Jetzt wird auch Küchenchef Mario neugierig. Die sind dir gut gelungen. Von Queso Manchego. Poco más? No. Na? Perfetto? Sí? Okay. Mario sagt perfekt. Dann raus. Na, das ist ja etwas ganz Besonderes. Gezaubert von Foodtruckerin Felicitas. Leckere, knusprige Bällchen aus einer traditionellen Arroz Negro Paella mit Manchego-Käsefüllung und einer selbstgemachten Aioli. Es ist angerichtet am sonnigen Strand von Roquetas de Mar. Oh, Cava? Cava? Ja, Sekt. Okay. Aioli? Spanische Aioli, sehr lecker. Croquetas de paella negra? De arroz negro, sí, ah, paella negra. Sí. Okay. Vamos a probar. Ob Felicitas Eigenkreation bei dem spanischen Chefkoch bestehen kann? Muy, muy bueno. Sehr, sehr gut. Sehr lecker. Also ich finde, Seafood und Käse passt sehr gut zusammen. Salut! Na, wenn das mal kein Erfolg ist. Mario ist von Felicitas Paella-Kugeln begeistert. Er möchte von ihr sogar das Rezept haben. Weiter geht die Reise durch Spanien. Immer auf der Suche nach Paellas und ihren unterschiedlichen Zutaten. Ihr Weg führt Foodtruckerin Felicitas Teen in die Berge oberhalb von Malaga, nach Pizarra. Dort befindet sich eine große Orangenplantage, die von Juanito bewirtschaftet wird. Mit ihm möchte Felicitas nun frische Orangen ernten. Auf mehreren Hektar Land baut der Spanier seit mehr als 30 Jahren Orangen, Pampelmusen, Granatäpfel und zahlreiche Kräuter an. Hola! Hola, buenas tardes. Guten Tag. Buenas tardes. Wie geht's? Wie geht's dir? Gut? Muy bien. Was für ein hübsches Mädchen. Wir ernten heute Orangen. Sí. Wir ernten Orangen, ja. Erzähl mal was über deine Orangen. Ja, das sind eigentlich die letzten Orangen, ja, wo man pflückt. Die heißen Valencia Latte. Latte, late, spät, tardía, ja. Die werden bis Mitte Juni noch im Baum gelassen oder sonst fallen die dann von alleine runter, ja. Was macht die denn besonders? Sie sehen so klein aus. Ja. Eher wie Mandarinen, ne? Ja, die sind gut. Guck mal, der Baum hat ja viel, ne? Guck mal, der hat ein bisschen größer, ja. Ah ja. Das sind speziell für Saft. Die haben ganz viel Saft. So eine kleine Orange hat vielleicht ein Glas voll, ja? Quatsch. Glaubst du nicht? Komm. Du hast kleine Hände. Zeig mal deine Hände. Ah. Kannst du dich zusammen machen, ja? Ja. Schön so, ja? Okay. Guck mal hier. Valencia Latte, especial para zumo. Oh.
Pass auf, Moment. Du bist nicht ganz dicht, weißt du ja, das? Ja, danke schön. De nada, de nada. Guck mal hier, mira. Hey, guck mal. Ja? Jetzt kannst du trinken. Frisch, so frisch wie heute kriegst du keinen Saft mehr. Das ist geil. Bueno, eh? Bei der Ernte ist besonders wichtig, dass der Stiel immer an der Orange bleibt. Sonst wird sie schon nach 3 Tagen schlecht. Die große Plantage hat Juanito von seinem Vater geerbt. Jedoch hatte der vorher Zitronen angebaut. Er ist gestorben, ne? Und ich habe gedacht, Mensch, was kann ich damit machen? Weil es war fast ziemlich verlassen. Aber es war nur Zitrone da, ne? Und wenn du siehst, die sind alle veredelt. Siehst du das? Das dünne ist Orange und das andere war Zitrone früher. Falsch, das war ein Zitronenbaum? Das waren alle Zitronenbäume. Wie kann man denn aus einer Zitrone eine Orange machen? Das kann man. Und die Bäume und die Unterlage sind Pomeranzen. Aber wie, sag mal, wie geht denn das? Einfach veredelt. Du musst Pflanzen von anderen Plantagen bringen, Orangen, und dann einfach hier veredeln. Kannst du mir noch mal wirklich zeigen, wie das mit dem Veredeln funktioniert? Also als Beispiel. Guck mal hier. Das ist Orangen hier. Ja. Und das ist Pomeranzen. Aber wie hat man das gemacht? So, wenn du Pomeranzen haben willst, musst du so machen, ja? Man schneidet das weg, hier. Okay. Ich helfe dir. Gut, so, ja? Okay, ja. Hier kannst du da schneiden, ja? Hier? Ja, einfach da schneiden. Das nicht weg. Das brauchen wir? Ja, das brauchen wir. Hier, das sind Augen. Jetzt muss man das so nehmen. Guck mal, ja? Hier, ja, das schälen. Muss weg, ja? Schälen. Siehst du die Augen? Ja. Ja, also, jetzt musst du in den alten Baum auch genau schneiden, ja? Und das Haut muss weg und das geht da dran, hier drin. Quatsch, ja? Das funktioniert? Das, natürlich funktioniert das. Und dann wird dieser Ast wird dann orange? Das wird orange. Quatsch. Ja. Du kannst auch hier Mandarinen haben, hier Pampelmusen. Oh, da können wir so einen richtig geilen Baum machen mit 4 verschiedenen Zitrusfrüchten. Weiter geht es für die beiden durch die große Plantage. Juanito bewahrt hier viele alte Sorten. Felicitas kann Pampelmusen, Orangen, Zitronen und sogar Esel bewundern. Für Felicitas bleibt kein Wunsch unerfüllt. Ich möchte ja nachher einen Cocktail machen, und zwar mit Kumquats. Kann man das trinken? Werden wir mal sehen. Hast du Kumquats? Natürlich habe ich. Ich kann dir sogar zeigen. Na, frisch los. Im Baum. Müssen wir ernten. Oh, es ist schön hier. Ja, gut. Mit dem Zitrusfruchthimmel. Zu heiß, ne? Guck mal, das ist mir egal. Guck mal, das ist der Kumquat. Kann ich mir jetzt welche davon ernten? Kannst du ernten, ja. Warte, ich kraxe mal hier hoch. Ich kann dir helfen, nach oben klettern. Na gut so, ja. Hast du schon mal gegessen? Ja, natürlich nicht frisch vom Baum. In Deutschland schmeckt nicht. Okay, dann musst du diese mal probieren. Ja? Ja, unbedingt. Die sind natürlich überreift. Ja? Das ist das Beste. Und viele mögen das nicht, aber wenn die das probieren, ja? Innen drin ist wie eine Pomeranze, aber die Schale ist süß. Und sowas würdest du auch in Deutschland nicht mehr kriegen oder auch Supermarkt. Boah! Gut, oder? Alles. Mmh. Super, ja? Kann ich hier bleiben? Und dann? Ich koche dir jeden Tag. Nur kochen? Ja, weil nur kochen ist gut. Weil ich habe auch eine andere Frau, ja? Ich muss die auch ein bisschen aufpassen mit den anderen, ja? Ich will nur kochen und essen. Okay, ja. Okay, so, ja, kannst du bleiben. Felicitas ist verliebt in die vielen leckeren Früchte, die spanische Sonne und in Juanito sowieso. Hasta luego. Venga, hasta luego. So ein Leben hat sie sich immer vorgestellt. Felicitas macht sich auf den Weg zu Juanitos anderer Frau, seiner Ehefrau Heidi. Die kennt das Rezept für die Paella Fidua. Heidi. Hi, Felicitas. Ich war ganz fleißig. Zu der Paella möchte Felicitas Heidi und Juanito mit einem leckeren Cocktail überraschen. Bevor wir anfangen, würde ich aber noch schnell meinen Sirup fürs Getränk ansetzen, weil ich habe bei euch im Garten Rosmarin gefunden und ich mache jetzt einen Rosmarinsirup. Dann gibt es nachher einen Drink mit Rosmarin, Kumquats, Gin, Tonic. Wow, das und der passt dann hoffentlich gut zur Fidua. Natürlich, ne? Überhaupt auch zu dieser Sonne heute, ja. Felicitas zupft die kleinen Rosmarinblätter ab und mixt dann aus Zucker und Wasser einen Sirup. Dazu gibt sie die Rosmarinblätter und lässt das Ganze einmal kurz aufkochen. Danach machen sich die beiden Frauen an die Paella. Das Rezept dafür bewahrt Heidi nun schon fast 40 Jahre. Zuerst schneiden sie eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe in kleine Stücke. Und was ist denn das Wichtige bei einer Paella, was würdest du sagen? Also die Grundlage, ja. Knoblauch darf nicht fehlen. Dann
Paprika, dieser grüne Spitzpaprika darf auch nicht fehlen. Dann eigentlich macht man eine Paella, viele machen keine Zwiebel rein. Oh, ich liebe Zwiebeln. Ich auch, aber weißt du, diese Brühe, dann diese Soße, ist dann viel cremiger, viel sämiger, also viel, viel besser, ja? Dann eigentlich, man kann frische Tomaten, also frische Tomaten, schöne Reibe sind immer besser. Und wie finden die Spanier das so, wenn so eine Deutsche hier Paella macht? Die lachen als. Wirklich? Ja. Aber akzeptieren sie es? Also finden ja, lecker? Die akzeptieren das. Okay. Aber weißt du, ich bin schon mehr Andalusierin als Deutsche. Woran merkt man das? Also außer einer Paella jetzt? Ich lebe jetzt schon 38 Jahre. Wirklich? Ja. Ich bin mit 20 hergekommen. Und der Liebe wegen, oder? Der Liebe wegen. Damals schon mit deinem Mann hier? Damals schon mit meinem Mann. So schön, ne? Ja. Aber ganz ehrlich, hier würde ich auch bleiben, ne? So ein toller Ausblick. Ja, das ist... Diese ganzen Zitrusfrüchte, Bäume, den ganzen Tag Paella kochen, irgendwelche Leute verköstigen. Für die Paella hat Heidi frische Hähnchenschenkel beim Metzger ihres Vertrauens gekauft. Die Haut zieht sie ab und trennt dann das Fleisch vom Knochen. Diese kommen später mit in die Paella und geben ihr einen tollen Geschmack. Traditionell wird eine Paella über dem offenen Feuer gekocht. Davon bekommt sie eine schöne, rauchige Note. Juanito hat dafür extra altes Olivenholz gesammelt. Der Sud für Felicitas Cocktail ist aufgekocht. Jetzt gießt sie diesen vorsichtig zum Abkühlen ab. Das Olivenöl in der großen Paella-Pfanne ist schnell heiß, also gleich die Hähnchenschenkel zum Anbraten hinein. Riechst du das? Also Holzfeuer zum Kochen ist das Beste. In meiner Berliner Wohnung stelle ich mir das schwierig vor, aber... So, jetzt hol ich mal die Zwiebeln dazu. Und jetzt machen wir auch diesen Paprika dazu, ja? Für mich tatsächlich so eine perfekte Situation. Wunderbares Wetter, draußen kochen, geiles Essen, gute Früchte, tolle Leute. Hä? Also, ich könnte tatsächlich für immer hier bleiben. Bei Holz muss man immer aufpassen. Wenn man zu viel reinmacht, dann verbrennt alles so schnell. So, jetzt können wir eigentlich schon die Tomaten dazu machen, ja? So Klassik lang dann vollkommen. Nun kann Felicitas die gewürfelten Tomaten zu dem knusprig gebratenen Fleisch geben. Und während sie das wunderbare Ambiente genießt, achtet Heidi immer auf das Feuer. Es sollte nie zu viel Holz auf einmal verfeuert werden, sonst wird die Flamme zu heiß und in der Pfanne brennt alles an. Heidi salzt und pfeffert die Paella kräftig. Jetzt fehlt noch ein ordentlicher Schuss Weißwein. So gefällt's mir. Aber du wisst es, was Juanito macht. Was macht er? Leckere Sangria. Das wird eine richtige Fiesta heute, oder was? Ja. Ich meine auch noch ein Getränk. So. Aber ich finde, der Weißwein gibt auch so eine schöne Säure, ja? Und gerade wenn wir so ein bisschen mit Seafood ja, sind. Ja, das ist Säure, süßlichen, ein bisschen süß mit dabei. So, jetzt mal 2 Liter rein. Was kommt denn jetzt noch rein? Jetzt das Wichtigste, du. Oh, Safran. Das teuerste Gewürz der Welt. Wir probieren erst mal die Hälfte. Was kommt in jede Paella Safran? In jeder Paella. Jetzt so zum Beispiel, ja, dass es jetzt noch mal durchkocht und dann Farbe loslässt. Außer in die schwarze, da macht man keine. Da macht man keine. Zeit für Felicitas Spezialcocktail. Dazu schneidet sie die reifen Kumquats in Scheiben. Ab damit in die Gläser und leicht zerstoßen. So lösen sich die ätherischen Öle aus der Schale. Eiswürfel dürfen auch nicht fehlen. Dann gibt sie einen Schluck Sirup und etwas Gin hinein und gießt das Ganze mit prickelndem Tonic auf. Ein Rosmarinzweig dient als Deko. Fertig ist der frische Cocktail. Salut, ha? Salut. Salut. Das gibt bestimmt Manneskraft. Verstehst du das?
Felicitas. Felicitas. Das ist echt gut. Ja? Was ist da drin? Gin? Ja, das schmeckt mir. Ist sehr gut. Man schmeckt die Kumquat. Ist nur Kumquat, oder? Das hat wirklich einen tollen Geschmack. Aber Rosmarin. Rosmarin. Ja. Es ist süß. Wieso ist das süß? Das ist durch das Karamell. Rosmarin-Karamell ist das. Nach dieser Erfrischung geht es nun für die beiden Frauen beschwingt an die Fidua. Jetzt machen wir die Nudeln dazu, ne? Jetzt machen wir die Nudeln dazu. Die Fidua. Die Fidua. Guck mal, das guckt genau richtig. Und dann am besten relativ zeitklar auch das da Seafood. Gleich, ne? Das Seafood. Meinst du mit einem Pickchen? 2, 4, 6. Wir sind ein bisschen noch? Ja, mach noch ein halbes dazu. Gut. Es kommen immer wieder noch welche Hungrige danach. Oh, das sieht ja schon lecker aus. So, ha? Ja, gut, so, fein. Heidi und Felicitas geben Miesmuscheln, Almejas und Gambas in die Paella. Besonders der Mix aus Meeresfrüchten und Fleisch macht für Heidi eine echt spanische Paella aus. Die Nudeln saugen die Flüssigkeit auf und fertig ist die Fidua Paella. Fidua! Oh, lecker, lecker, lecker. Das müssen wir Deko dann machen, ja? Gut. Die boah, eine, sieht perfekt aus. Eine verbrannt, jetzt mache ich die nächste wieder drauf. So, schön saftig auch, ne? Nicht so trocken. Okay. So, schau mal, das macht man dann normalerweise so, guck mal. Ja. So. Ah, okay. Siehst du, jetzt ist alles... Nun garniert Heidi die Paella mit Paprikastreifen und einer frischen Orange von der eigenen Plantage. So, das ist dieser Rosmarinzweig. Ein kleines Zweigchen, so eine spitze, eine schöne. In die Mitte? Oben drauf da reinstecken. Siehst du? Tscha, 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 tscha. Oh, sieht das lecker aus. Das ist voll geil. Ja. Juan, komm schnell. Rapido. Wichtig bei einer Paella ist, dass sie einige Minuten ruhen darf. So saugen der Reis oder in diesem Fall die Nudeln die restliche Flüssigkeit auf und der Geschmack kann sich voll entfalten. Und ihr habt gesagt, man isst es einfach gemeinsam aus der Form. Ja. Sehr, sehr gut. Ja, jawohl, die Paella, sehr gut. Und sehr wichtig bei den Paella, ich muss sagen, diese 5 Minuten Pause da oben, das macht viel. Okay. Der Reis oder diese Nudeln müssen ein bisschen hart sein, ne? Und dann diese Brühe, wo vorher drin war, hat das auf. Und, ja. Und zu lange darf man das nicht in Feuer lassen, sondern gerade runternehmen. Genau. Hier geht sie nun zu Ende. Die Reise der Foodtruckerin durch den Süden Spaniens. Felicitas hat in den unterschiedlichen Regionen Rezepte für die köstlichsten Paellas gesucht. Und gefunden. Wirklich? Das ist das Witzigste, was ich je gemacht habe. Zubereitet von Köchen, die mit nachhaltig angebauten Lebensmitteln die Liebe zu ihrem Land und traditionellen Gerichten am Leben halten. Dieser Tag war genauso, wie ich mir die Foodtruckerin vorstelle. Ich bin ganz gerührt und bin sehr, sehr glücklich, dass ich diesen Tag erleben durfte. Und ich werde alles, was ich hier gelernt habe, mitnehmen und zu Hause umsetzen. In den Bergen von Pizarra hat sie Juanito getroffen. Von ihm hat sie auf der alten Plantage gelernt, wie man richtig Orangen erntet. Hey, guck mal. Ja? Und wie sie Bäume selbst veredeln kann. Boah, da können wir so einen richtig geilen Baum machen mit 4 verschiedenen Zitrusfrüchten. Fidua, das Rezept dieser besonderen Paella hat sie hier erlernt. Ich kannte Paella vorher irgendwie als trockenes Gericht, nicht immer besonders lecker. Und es war so toll zu erfahren, wie gut Paella wirklich schmecken kann. Natürlich tut die Sonne hier ihr Übriges. Ihr Weg hat sie auch nach Roquetas de Mar geführt. Dort werden täglich die Fische frisch gefangen. Von Chefkoch Mario hat sie die alte Tradition der schwarzen Paella kennengelernt. Für diese wird die Tinte der Kalamare verwendet. Es war total schön, heute am Strand zu lernen, wie man schwarze Paella macht. Sie schmeckt noch besser, als sie aussieht. Salut! Salut, Felicitas. Das hast du dir wirklich verdient.